Nicht sehr weit gekommen. Okay. So, Stammblock-Truppen. Jetzt versuchen wir gleich mal, wie der Trick geht. Okay. Hey, geh mal aus dem Weg. So, wir brauchen Energie. Zur Energie müssen wir sie einsammeln, ne? Jawohl. So, wo ist jetzt so ein Geist? Da war noch einer, oder? So. War denn eigentlich das? Ah. Juhu. Du bist so ein Totem. So, was muss ich gedrückt halten? Ah, okay. Cool. Was? Ist immer noch unsichtbar. Ach so, okay, ich verstehe. Ich verstehe. So, wo ist der nächste? So, der nächste ist schon sichtbar. Und ich habe ihn gehört. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob die wieder einschlafen oder... ob die wieder einschlafen oder ob die wach bleiben. Alles sieht aus, als ob sie wach bleiben. Dankeschön. Danke. Ja, warum hab ich denn so eilig, Mensch? Ich mag immer nicht warten. Ich bin da furchtbar. Sind wir gleich drauf. Na, komm. Mann. Danke. Ah, jetzt hier. Kollege, danke. Kollege, danke. Ah, kann nicht wahr sein. Ich weiß gar nicht, wie wir Fall damit überhaupt nehmen. Wie machen wir den die Stampfattacke? Aber aus Reflex. Ne? Ist ja meistens in Avengers so, dass man. Die Kamera fährt ein bisschen sehr blöd mit. Und schon. Ah, geht doch! Ja! Dankeschön. Meins. So, da haben wir schon 8. Oder? 7. So, ich wohne jetzt hier. Danke. Gute Nacht. Ja, schlafen. Nee, egal. So, jetzt können wir auch. Will ich gerne mal gucken, ob wir da hochkommen, weil das zeigt uns ja unsichtbare Dinge, Geheimnisse und so. Ah, okay, wir nehmen Fall Damage. Das muss ich jetzt ausprobieren, das war natürlich Absicht. Fliegen. Gib dir mir mal ein paar Schmetterlinge. Prima, du hast ein neues Tunikum freigeschaltet. Komm mich mal besuchen. Das werden wir dann gleich tun. Mal gucken, ob wir hier irgendwie hochkommen. Da ist immer noch eine Feder. Die wir natürlich mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Und wir können uns direkt merken, wie wir von uns erfahren haben von Taurus, mit der Fähigkeit, naja, mit der Fähigkeit, also hier diesem Sonar, werden wir den Boss in der dritten Welt besiegen müssen. Wo geht's denn hier hin? Hallo? Ja, was? Nö. Hä? Ja, gerade.
Was? Wo, was und wo denn? Doch kein Zufall, dass wir das nur hören, wenn wir hier stehen. Wenn ich jetzt hier hingehe, hören wir das auch? Doch, aber leise. Okay, gucken wir gleich nochmal, mal einmal gucken, ob wir hier hochkommen. So. Ja, genau. Genau, so war das absolut geplant. Hier hören wir ihn auch. Vielleicht. Wo denn? Wir können uns ja so umgucken, ne? Jetzt. Ich weiß nicht wo. Ich habe absolut keine Idee. Klingt wie über mir. Jetzt rechts. Hier ist es sehr laut. Hey, hallo! Yeah, nice! Das ist aber schwierig, ehrlich gesagt. So, schauen wir mal, ob wir hier was finden. Ja, wahrscheinlich nicht. Was war denn mit dem? Hab ich schon wieder vergessen. Also, dass er sehr hässliche Freunde hat. Aber das ignorieren wir kurz einfach. Okay, also haben wir schon einen unsichtbaren. Fehlt ja bloß nur einer, oder? Ja. Fehlt nur noch einer. Nein! Oh, verdammt. Gesagt, dass so eine Spiele manchmal echt furchtbar sein können. Gerade wenn man bestimmte Sachen einfach 10 Mal macht. Und ich bin dann jemand, ich werde dann ungeduldig. Ich werde dann sowas von ungeduldig, dass es. Ist das das, wo eins nicht ausgeht oder? Ja, hier gehen alle aus. Ja, wird ein bisschen warm an der Stirn, aber geht schon. Ja, Entschuldigung, falscher Knopf. Das ist so leicht. Wie kommen wir denn hier vorbei? So, das war ja das, was nie ausgeht. Ah, das ist ein, guck mal, das ist ein anderes Symbol.
Vielleicht hier? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ist auch ein bisschen laut hier. Wir kommen aber hier auch nicht durch, oder? Sollen wir vielleicht durchrollern? Weiß es nicht. Ja, auch sonst nicht. Ja, na gut. Wir holen uns noch schnell die Pille. Ja, wir gehen erstmal hoch, bevor wir wieder. Wisst doch. Ich muss sie haben. Ach, ihr seid hier oben. Ich dachte, das ist jemand Sinnvolles. So. Hier ist noch so ein Knopf. Sieht aus wie ein. Nee. Ein Eichhörnchen? Wie sieht die Flamme da unten nicht aus? Ich verstehe es nicht. Wie komme ich da hoch? Kann ich da nicht hochspringen? Okay, warum sind wir jetzt hier oben? Muss es doch was geben, das ist ja nicht aus Spaß alles hier. So kommen wir da nicht hoch. Da oben was? Nee, bloß drei Federn. Also nicht, dass ich die drei Federn nicht haben will, aber irgendwie. Irgendwie schon ein bisschen merkwürdig hier alles. Dann geht's nicht weiter. Kann nicht sein, dass wir nirgendwo was machen können. Also ich weiß noch ein was, was wir auf jeden Fall machen können. Und dann. Wir können mal gucken, ob mit den Blumen irgendein Geheimnis ist. War hier? Ja. Ja. So, hier kommen wir auf jeden Fall noch hoch. Hallo. So, jetzt sind wir hier. Aber geht gar nicht. Hey, Kollege. Hui. So, meins. Okay, jetzt müssen wir die Plattform weiterfahren. So einen anderen Weg. Und brauch die für irgendwas. Ja, ein paar Frische. Na. Ja, die Plattform natürlich gerade weg. Nein. Nee, hey, beim Dino. Oder? Ja. Nee, 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 okay, gut. Gehen wir mal hier wieder hoch. Hallo. Was war ein freundliches Gesicht? Na, ja, Entschuldigung. So. Nein. Ja. Yeah.
Ja, ich weiß. Macht doch auch knapp. Dankeschön. Dankeschön. Oh, das ist DNA-Molekül. Hallo, ich bin's, Molekül. Bring mich zu Dr. Puss. Für eine coole Überraschung. Oh ja, cool. So. Da sind noch ein paar Federn. Was ist das da? Welche Taste? Die Taste. Das ist doch diese gelb-orangene Blume. Da ist auch noch eine Feder, die ich gerade sehe. Wo ist seine blöde Münze? Ich will die blöde Münze haben. Okay, dieser Blume kommen wir eh nicht hoch. Wir suchen uns mal so eine Blume am Boden, würde ich behaupten. Und bring einfach mal die Kühe weg. Ist ja eh gleich hier. Hallo, Dr. Puss. Ja, einmal anlecken. Alles anlecken. Erstaunlich, ihr habt es geschafft. Haben wir ein Molekül? Ja. Wir haben ein Molekül. Wir sind bereit, Doc. Schmeißt die. Was? Schmeißt die Marine an? Die Maschine, meine ich. Achso. Fantastisch. Stellt euch einfach da drüber vor meinen DNA-Tor. Okay. Bist du sicher, Joker? Ich will nicht auf einen Sushi-Teller landen. Och, das wird schon klappen, oder? Mein. Sieht ja voll vertrauenswürdig aus, oder nicht? Ich sehe jetzt ja kein Problem. Seid ihr bereit zur Transformation? Ach, wir werden jetzt, wir verwandeln uns jetzt und dann werden die Blumen wahrscheinlich auch mit uns reden. Wir sind eine Blume. Errungenschaft freigeschalten. Krakelei. Ach du meine Güte. T-Rex. Ja, nun kannst du jetzt dann mit X verwenden, um dein Pflanzenspray zu schießen. Das wird sich noch bewähren. Hey, was Sahnchen, komm her und widme mir etwas Aufmerksamkeit. Was? Was? Das ist ehrlich gesagt sehr verstörend. Ja. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, was verstörender ist. Muss das da irgendwas tun? Nein, nicht wirklich. Ich bin nicht sicher, was verstörender ist. Die Tatsache, wie wir aussehen. Die Tatsache, dass der da drüben das gut findet. Oder die Tatsache, wie es klingt, wenn wir laufen. Ja. Ah, jetzt redest du mit mir, oder was? Blöder Vogel. Hey, schöner. Ich habe hier noch. Was? Oh. Andersrum. Hey, schöner. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Meine nahen Pflanzenschwestern können eine schnittige Flora wie dich in ihrem Leben gebrauchen. Ich sag dir was. Wenn du meinen Schwestern beim Wachsen hilfst, belohne ich dich mit einem romantischen Geschenk. Was sagst du? Was habe ich noch ein bisschen zu früh, meinst du nicht? Hilf meinen Schwestern mit X. Eins von sechs. Okay. Wir können jetzt nicht mehr so klettern wie vorher, ne? Es ist Geräusch, oder? Hopp, zack, zack. Okay. So. Ach komm, wir müssen uns jetzt nicht einfach zurückverwandeln. Oh.
Nein, 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 nein. Seid ihr bereit für Transformation? Ja. Dankeschön. Dann beeil dich. Müssen wir mal ein bisschen randalieren. So, einmal gucken, ob wir gleich noch was machen müssen. So, zack, zack. Wir suchen 6 Stück. 1, 2, 3 haben wir schon. Naja, dann bin ich mal hoch, bitte. Danke. Das ist also Nummer 4, Nummer 5. Und wo ist Nummer 6? Perfekt. Dann war es das ja schon. Woop. Dankeschön, hallo. Nehmen wir an, so eine Transformation wird es dann wahrscheinlich in jeder Welt geben. Dieses Geräusch macht mich wahnsinnig. Ja. Boah, übel. Ja. Okay, hat getroffen. Ja, hier Nummer 5. Ja, lass mich doch mal durch hier, bitte. Danke. So, und Nummer 6. So, Dankeschön. Achso. Oh, danke, dass du meinen Schwestern beim Wachsen geholfen hast. Moment. Da nicht nützen, du hast sie völlig von den Wurzeln gehauen. Ja, wie? Hier ist ein romantisches Geschenk. Zum Glück ist es kein romantisches Geschenk, sondern eine Pidgey. Ja. Jetzt lang, da. Ja, ich bin noch mal einen Ticken höher wieder, danke. So, jetzt haben wir schon 8 Pages. Ich habe die blöde Vermutung, dass wir 10 finden können. Ich weiß nicht wieso. Und ich muss nochmal. Vorne am Anfang stand auch schon so eine blöde Blume, die nicht mit uns reden wollte. Ich weiß noch nicht, ob wir uns gegen diese Gartenzwerge hier verteidigen können. Und da steht auch einer. Mal schauen, ob sie uns hilft. Oder was sie uns jetzt erzählt. Vielleicht irgendwelche bösen Geheimnisse. Erzähl der Echse und der Fledermaus nichts davon, aber die Ranke hat mir erzählt, dass unter dem Eingang zu dieser Welt ein Geist versteckt ist. Und diese Ranke ist echt vertrauenswürdig. Okay, das ist ein sehr guter Tipp, aber ja, wir haben das schon. Ja, genau, den Geist haben wir nämlich schon gefunden, aber uns fehlt noch einer. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es irgendwo noch eine Blume gab, ehrlich gesagt. Hoffe ich nicht schneller wie wir. Das wäre jetzt ein bisschen doof. Ja genau, lauft mir alle daher. In meine Falle. So, Dankeschön. Ja, wir sind bereit. Doch. So, dann weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was wir machen sollen. Wir können bestimmt schon die zweite Welt freischalten, würde ich fast vermuten. Und irgendwie können wir diese Welt noch vergrößern? Wir haben ein Rätsel vor der Tür. Ja, geh weg. Ich will jetzt wissen, wo die blöde Münze ist hier. Das kann ja nicht sein.
Wir haben uns ja, das war einfach. Warum haben wir uns das so kompliziert gemacht vorhin? Kann nicht sein. Eine Münze. Er hat gesagt, ganz in der Nähe. Was ist denn bei ihm ganz in der Nähe? Geh weg. Keine Zeit für deinen Blödsinn. Wo ist denn deine blöde Münze, Junge? Vielleicht hier? Vielleicht doch so einfach? Ich will jetzt keine Münze. Ah, das ärgert mich. Ich will die blöde Münze haben. Ich will, ich wissen, was man dann macht. Aber egal. Ich kann da drüben steht jemand, aber das nur so. Ist sie vielleicht hier unten? Nee, kommen wir nicht rüber. Vielleicht können wir auch mal hier unten gucken. Was ist das? Was ist das? Oh nein, wie blöd. Oh, wie blöd ist das denn bitte? Meine Fresse. So. Spielmünze, bring mich zu Rextor, wenn du ein wenig Spaß haben willst. Yep, das werden wir jetzt sofort tun. Ah, hier steht noch einer. Das heißt, wir müssen da bestimmt leider noch mal hin als Pflanze, weil die geben uns Tipps. Und scheinbar sind es Tipps zu den Geistern. Und uns fehlt leider noch ein Geist. Kann da. Blöd wieder runterfallen. So, wir haben die blöde Münze, yeah! Aber wir machen eine ganz, ganz winzige kurze Pause. Ich werde das auch schneiden. Also bis gleich.